Guten Tag, es ist Sonntag, der 9. Oktober und wir sind im Jahre 2022. Ich lese aus Lydia, das ist das zweite Buch, das ich geschrieben habe. Es ist die Anfolge von Bliss of the Life, wer es glaubt, wird selig. Das habe ich geschrieben zwischen 2006 und 2017 und dann fehlte mir was. Ich habe aus Spaß geschrieben und wenn ich in Stimmung war, ich bin in dem Sinne kein Autor und es ist auch das Einzige, was ich geschrieben habe. Bliss After Life. Wer es glaubt, wird selig. Das geht um Bliss, die starb. Sie war 95 und wir folgen ihr ins Nachleben und wir folgen auch ihrer Familie und dort ist jetzt ein neues Baby geboren. Das ist Lydia. Die wurde am 9. März geboren in 2012 und wir sind jetzt am Ende von 2012 und fast alle hatten sich in der Herberge getroffen und es ist jetzt Sonntagmorgen und wir sind immer noch im Kapitel 57 und es ist jetzt der zweite Teil von 57. Als sie runterkam, war Melanie noch in ihrem Bademantel. Sie hatte ein Tablett mit Tasse Tee und mit Toast gemacht. Sie lächelte Anna an. Sie trafen sich oft in ihren Bademantel in der Küche. Du hast schon wieder Omi Bliss Bademantel an. Oh, ich wünschte, ich hätte sie kennengelernt. Es ist ein wundervoller Bademantel. So farbig. Faye kam vollkommen angezogen mit Lydia in die Küche. Sie war schon raus gewesen für einen Spaziergang zu den Läden und sie packte die Taschen, die sie mitbrachte, auf den Tisch. Susan und David kommen auch. Ich habe extra Sachen gekauft für heute Abend. Sie werden so circa um 3 Uhr hier sein. Ich habe Kuchen gekauft und wir können einen richtig schönen English Afternoon Tea machen. Mit Scones und Cornish Sahne, Cornish Cream. Sie leckte ihre Lippen. Lydia machte Geräusche. Sie wollte auf den Fußboden krabbeln. Und Faye nahm sie heraus und setzte sie auf den Fußboden, wo sie anfing, zu Melanie zu krabbeln. Ich liebe diesen Bademantel. Der hat immer hinter der Tür gehangen. Und ich glaube, jeder, der hier über Nacht bleibt, trägt es morgens. Sie nahm Lydia auf den Arm und lachte. Sie schwang sie hoch und runter. Guck mal, gut, dass dieses Bademantel so groß ist. Guck mal, wie groß mein Bauch geworden ist. Anna öffnete den Bademantel und jeder bewunderte ihren Bauch. Na, guck mich mal an, sagte Melanie. Und sie zeigte ihren Bauch mit Miltons rundem Wesen in ihrem Bauch. Jeder lachte. Neben Melanie sah Annas Bauch noch klein aus. Du nimmst dir mal deine Zeit, Jakob, sagte Anna. Dieses Haus wird ein Verrücktenhaus sein in den nächsten Wochen. Peter wurde rot, die Mädchen lachten alle. Das war fast zu viel für Peter. Ich bin froh, David kommt heute Nachmittag. Wir brauchen hier ein paar Mal Männer mehr. Peter nahm den Saft aus dem Kühlschrank. Mama, möchtest du auch Eier haben, Anna? Ich möchte gerne Rührei machen auf Toast mit Kaffee. Er konnte sehen, da war ein frischer Pott Kaffee auf der Maschine. Ja, ich überlasse es dir. Melanie gab Anna die kleine Lydia und nahm das Tablett, um zurück nach oben zu gehen. Zu Toni. Ben ging an ihr vorbei, auf dem Weg nach unten. Er tat so, als wenn er ein Stück Toast nehmen wollte. Guten Morgen. Wage es dir nicht, Ben. Toni braucht Verstärkung und sein Frühstück. Faye macht Frühstück. Hey, das ist toll, dass deine Mutter und David auch heute Nachmittag kommen. Es ist eine ganze Weile gewesen, dass wir uns alle gesehen haben. Ich werde Holly anrufen. Obwohl, ich nehme an, sie weiß das schon. Natürlich weiß sie es. Chris und sie kommen
am frühen Abend. Ich rufe sie trotzdem an. Wir haben nämlich English Afternoon Tea Sachen gekauft. Scones und Sahne und so weiter. Naja, jedenfalls, genieße dein Frühstück. Melanie Wetten ging nach oben. Toni hatte den Film angesetzt und hatte einen Bart in die Wanne laufen lassen. Hatte Wasser in die Wanne laufen lassen für einen Bart. Für dich ganz alleine, er lächelte. Er nahm das Tablett aus ihrer Hand. Komm, lass uns das mal schön gemütlich machen. Es wird wirklich sehr beschäftigt werden heute Nachmittag im Haus. Ich habe schon einen Eintopf gemacht fürs Mittagessen. Es ist im Frühschrank und wir können das essen, wann wir wollen. Ich habe keine Lust, zu viel zu tun heute. Vielen Dank, dass du mir das Bad schon gemacht hast. Ich gucke mir den Film an von meiner Badewanne und werde zur gleichen Zeit frühstücken. Sie zog ihren Bademantel aus mit einer übertriebenen Geste und Toni dachte wieder, was für ein glücklicher Mann er war. Er presste den Knopf für den Film. Melanie mochte gerne alte Filme sehen und er hatte einen 70er Film gewählt, der sich unter dem Wasser abspielte. The Deep, die Tiefe. Das war ein Film, den er im Kino gesehen hatte. Und soweit er sich erinnerte, war das ein toller Film. Ist das der Grund, warum du mir ein Bad laufen lassen hast? Melanie lachte. Sie sah sich die DVD an. I shall enter the deep. Ich werde in die Tiefe gehen. Sie ging in die Badewanne. Das Leben war gut. Toni setzte sich zurück mit seinem Toast und der Film fing an. Hier geht's noch weiter mit Kapitel 57. Es ist Sonntagabend. Als es 5 Uhr war, waren alle versammelt im Wintergarten. Holly und Chris waren fast zur gleichen Zeit angekommen als David und Susan. Faye spielte mit Lydia auf dem Fußboden und Ben hatte etwas Musik angemacht. Es war schon dunkel geworden und er machte die Vorhänge zu. Sie waren wunderschöne Vorhänge, samt und ganz bis zum Fußboden. Es hielt die Wärme innen und die Kälte draußen. Jeder hat sich langsam hingesetzt und Anna setzte sich mit Lydia auf den Fußboden. David, Susan und Toni sprachen schon wieder über das Buch. Melanie und Ben hörten zu, als David erwähnte, dass die Opposition und die anderen in dem Buch genau beschrieben wurden oder zumindest eine Idee gaben, dass es dort eine Opposition gibt auf dieser Erde. Melanie hielt ihren Bauch fest. Sie sah Holly an und wusste, dass beide ein dunkles Gefühl hatten, als sie diese Worte hörten. Also, du denkst, da ist eine Opposition, also auch die anderen? David sah Chris an. Als ob die irgendwo von anderswo hergekommen sind, so als wenn sie diesen Planeten gehijackt haben oder was? Chris konnte sich nicht helfen, er rollte mit seinen Augen. Von woanders kamen die her? Holly sah ihn, als er seinen Kopf schüttelte, und sie lächelte. Chris fühlte sich fast zu heiß plötzlich. Er hatte weitergelesen, und irgendwie das Buch gefiel ihm, aber er wusste, dass Holly ihr Buch schrieb als Fantasie. Sie schrieb das Buch nicht aus Erfahrung. She was spinning it. Sie dachte es sich aus und sie hatte es geschafft, ihn mit entlang zu nehmen in ihrer Geschichte. Holly, du weißt, Science Fiction ist nicht so meine Art und Weise, nicht so mein Cup of Tea. Ich mache gerne historische Bücher und Science Fiction und Fantasy ist niemals ein Teil meiner Lektüre gewesen. Er hörte auf zu reden und er fühlte, dass Melanie ihn anlächelte. Schon wieder hatte er das Gefühl, als ob Melanie wusste, was er dachte. Die kleine Lydia war zu ihm gekrabbelt und
Sie zog sich hoch an seinem Bein. Er nahm sie auf seinem Knie. Lydia nahm sein Gesicht in die Hände und sah ihn an. Plötzlich fühlte Chris, als ob er weinen könnte. Er lächelte Lydia an und schaukelte sie etwas. Dann setzte er sie sich wieder zum Fußboden. Lydia ging sofort zu Melanie. Und Melanie nahm sie auf dem Arm. Sie sahen sich auch intens an. Plötzlich bellte Frieda. Und Lydia öffnete ihre Augen weit. Jeder musste lachen. Lydia klatschte ihre Hände und alle machten mit und alle fingen an zu klatschen. Frieda bellte immer lauter, aber Lydia war darauf vorbereitet. Wuff, wuff, Melanie lachte. Wuff, wuff, sagten aber plötzlich alle. Diese Liste. Manchmal fühlt es sich fast bedrohend an für mich. Dann auf der anderen Seite liebe ich es, Sachen herauszufinden. Faye saß auf dem Fußboden. Es war interessant herauszufinden, dass die Berechnung von Zinsen eine Sünde ist, oder zumindest das ist das, was ich verstanden habe. Sie setzte sich in eine Yoga-Position und sah sich um. Ich meine, ich bin noch nie interessiert gewesen in Zinsen. I've never been interested in interest. Alle lachten. Also, wir wissen, dass Donald Trump ein Millionär ist. Der hat Properties. Tony nahm die Liste aus seiner Tasche. Nummer 12 kann einen Haken bekommen. Warum ist er von Interesse? Faye sah jeden an. Warum ist Donald Trump von Interesse? Oh, mach das jetzt nicht schlimmer. Hier ist eine Antwort. Vielleicht ist dort noch mehr zu dieser Frage, aber zumindest in diesem Moment können wir den Tick dort lassen. Holly dachte, sie müssen zumindest etwas zu zeigen haben von diesen Monaten, die sie diese Liste gehabt haben. Ja, weißt du, wir sprachen über Frequenzen. Susan sah sich um den Raum und jeder nickte. So, und was ist denn mit EMF? Das war der andere Punkt. Frage Nummer 6. Sie sah Holly an. Also ich weiß, das sind Sachen zum Beispiel wie Internet und Handys, Mobiles und so weiter, sagte Holly. Aber ich glaube, da ist mehr. Tony drehte sich zu Holly. Ja, elektromagnetische Frequenzen, die können mit der natürlichen Balance unseres Körpers intervenieren. Seitdem die Welt elektrifiziert ist, oder sozusagen, seitdem wir Elektrizität haben hier, hat es mehr Krankheiten gegeben, statistisch gesehen. Ich habe das untersucht. Faye streckte ihre Beine lang. Wow, wenn du denkst, wie wichtig die Meridien in deinem Körper sind, ich meine, mit meinen Akupunkturnadeln weiß ich das, dort behandle ich die Punkte in dem Körper, um Blockaden zu entfreien und dass die Qi, die Lebenskraft, fließen kann. Sie sah jeden an. Ich weiß, wir hatten Epidemien und historisch gesehen passierten die oft zur Zeit von neuen Erfindungen. Ihre Studien des menschlichen Körpers und die Behandlung mit Akupunktur hatte ihr gute Einsicht gegeben. Sie wusste nicht viel über EMF, aber sie wusste, dass Stress den Körper sehr beeinflusst. Melanie hatte viel gelernt, dadurch, dass sie Reflexologie studiert hatte. Sie war aber nicht fertig geworden mit dem Kurs. Sie war zu beschäftigt mit der Arbeit in der Wohnung und der kleine Milton war jetzt bald fällig. Für die vorsehbare Zukunft würde sie nicht arbeiten als Reflexologist oder als irgendwas. Sie freute sich auf ihren kleinen Jungen und sie wollte so viel Zeit wie möglich mit ihm verbringen. Wenn Tony erstmal fertig ist mit der Arbeit, dachte sie, im neuen Jahr, dann können sie weiter planen und wann und wo und ob sie arbeitet. Sie sah Tony an
Er sprach zu David und Susan. Sie muss unbedingt diesen Only Planet of Choice lesen, den einzigen Planet der Wahl lesen. Bald. Es schien, als wenn sie es ihnen Spaß machte, darüber zu reden zusammen. Und sie war jetzt neugierig. Sie muss unbedingt gucken, ob sie noch eine andere Kopie bekommen könnte oder vielleicht eine Kindle-Version, die sie auf dem Computer lesen könnte. Jeder schien zu sprechen. Schüss! Holly nahm den Finger an ihren Mund. Lydia sah sie auch an und alle sahen sie an. Sie lächelte und sagte, ist dies nicht schön? Sie sah Tony an. Isn't this lovely? Tony fühlte sich fast, als wenn er singen wollte. Isn't she lovely? David und Susan kommen heute Abend zu uns. Ich glaube, wir lassen euch jungen Leute hier. Dann könnt ihr zusammen sein. Holly sah Chris an. Sie verstanden sich alle so gut untereinander, aber sie freute sich auf eine Unterhaltung mit Susan, ihrer Schwester. Die Zeit schien so schnell zu vergehen und sie hatten schon seit ewigen Zeiten nicht zusammengesessen für einen guten Chinwag, eine gute Unterhaltung zwischen Schwestern. David, ich habe das Ale, das Bier, schon wartend. Wollen wir bald gehen, denn? Ja, ich glaube, ich guck mal, ob ich Lydia ins Bett bringen kann. Ich komme dann wieder runter in einer halben Stunde oder so. Und ich sage jetzt schon mal Bye-bye zu euch. Eine generelle Luft von Abschied war gekommen und Susan und David standen auf, um ihre Mäntel zu holen. Dies ist das Ende von Kapitel 57. Und 58 kommt bald. Genießt den Sonntag!